Haribo macht Kinder froh. Und die Julia ebenso. Sascha, wenn du mir noch mal so viele Weingummis schenkst, ich hatte Magenschmerzen gekriegt davon. Ich kann die Knochen doch da nicht von lassen. Mal 5 Tüten, ob was das war, ne? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Supermarket Simulator. Die Jürgens sind Gewehr bei Fuß. Und ja, dann können wir mal loslegen. Ich mache erstmal wieder Switch on the Lights und dann wollten wir anfangen mit bestellen, ne? Müssen wir daran denken, dass wir da nichts bestellen. Weil ist sowieso alles schon voll. Ja, bestellen wir auch nichts. Fangen wir doch an. Ja, ich hatte heute meinen Zahnarzttermin. Ich habe nur so ein bisschen Aua. Denke ich mal, mache ich den Supermarkt-Simulator. Der ist am entspanntesten. Mal gucken, ob das ganz gut klappt. Die Betäubung ist jetzt raus. 2 Goldkronen haben sie mir rausgebrochen. Ach ja. So. Schauen wir mal, wie es geht. Ja, ich glaube, ich kann wieder ganz gut sabbeln jetzt. Wo fangen wir an? Hier unten, ne? Einmal. Auch die Pizza einmal, dann haben wir hier Eis einmal und Landliebe einmal. Da nix. Guck mal, da auch nix. Hier einmal 2 und einmal Margarine. Siehst, das sieht schon wieder anders aus, ne? Gucken wir mal, was wir überbehalten. Fände ich ja gut, wenn wir so 23.000, 24.000 überbehalten, damit man mal so allmählich ein bisschen wieder was. Guck mal, sind hier ein, da sind wir natürlich immer fett, ne? So. Gola. Ey, Werner, was hältst du von Angola? Angola können die mit gut saufen. Kennt ihr den noch, den uralten Werner? Brüssel-Werner-Witz. So, da nicht. Hier einen. Machen wir das mal so. Und hier an sind also 2 insgesamt. Einen. Eins, zwei, drei. Das ist dann gleich der. Fangen wir hier oben an. Da ein. 13 wären 5, ne? Ich mach mal 3. Das war noch nicht so ganz. Aber wir wollen das natürlich auch voll machen. So. Wässerchen. Guck mal, das sieht gut aus. Dass wir nicht so ganz so viel bestellen müssen. Oh, 3 Stück. Und einmal Brot. Hier wieder einen. Ah, das ist, aber da, wenn ich da weniger Kisten hinstellen würde, würde das auch nichts bringen. Ich kann ja da nichts anderes unterbringen. Das ist ja einfach, ne? Oh, voll. Okay, dann müssen wir da weitermachen. 1, 2. So. Die 4 sind allerdings leer. Dann haben wir hier einen und 2. 2. Einen. 2. Einen. 2. 1. Ah, da geht wieder los. Jetzt laufen sie mir wieder durchs Gesicht. So, hier hatten wir das schon aufgewühlt. Ne, einer fehlt noch. Hier einer. Da auch einer. Gut. Das ist voll. Einmal den und dann haben wir noch 3, ne? 1, 2, 3. Hier natürlich nicht, hatte ich ja gerade schon gesagt. 3. Einen. Ach ja. Das ist voll. Hier 2. Einen. 3.
So, ich mach mal hier die Bestellung. Jetzt haben wir nur noch Scheißpapier. Eins, zwei, drei. Drei Stück nur. Und hier zwei. Dann sind wir durch. Und haben noch 23.000. Naja. Irgendwie, trotzdem habe ich das Gefühl, ich komme nicht so richtig vom Fleck, ne? Sollen wir wieder helfen? Guck mal, ist das schon deutlich weniger. Schon kleiner diesmal der Haufen. Ja, wurde ruckizucki eingeräumt hier. Schwupp. Honig. Honey, honey, honey. Ne? Wo ist er denn, der Honig? Ach, hier. So. Klar, helfen wir mit. Schau mal. Erwische ich jedes Mal, ne? Auch schau mal. Schau mal, schau mal. Haribo macht Kinder froh. Und die Julia ebenso. Sascha, wenn du mir nochmal so viele Weingummis schenkst. Ich hatte Magenschmerzen gekriegt davon. Ich kann die Knochen dort da nicht von lassen. Boah, 5 Tüten, was das war, ne? Ich hab's genossen. Ich hab sie mir reingefegt. Die waren nach ein paar Tagen alle. Ich hätte es nicht tun dürfen. Ich kaufe so ein Zeug gar nicht mehr. Oder nur ganz selten mal. So ab und zu schon, aber was weiß ich, so alle 6 Wochen mal ein so ein Tütchen, so ein kleines. Weil ich das. Ich kann da nicht die Knochen von lassen. Ich hau mir das immer dann alles komplett rein. Ich mag das sehr gerne, aber. Das ist nicht gut für mich, überhaupt nicht. Und es ist tatsächlich so, wenn man den Süßkram sein lässt, ne? Mit der Zeit fällt einem das nicht mehr so schwer. Das ist wirklich so. Das ist wirklich, Zucker ist ein Suchtmittel. Das ist ganz schlimm. Aber ist auch so lecker. Ich habe das so oft, ja, erst in den letzten Jahren natürlich. Früher war das anders. Da habe ich gekauft, worauf ich Bock hatte, ne? Aber schon wieder die Haribos. Hier, wie ich das schon so sehe bei dem Spiel, da kriege ich schon lange Zähne. Ich habe das so oft, da komme ich vom Einkaufen, ich habe dann, was weiß ich, für 40, 50 Euro Lebensmittel eingekauft und dann räume ich das alles weg und dann habe ich Appetit auf irgendwie so Naschkram und ich habe nichts davon. Ich habe jede Menge eingekauft und war in dem Laden, wo das alle gibt. Hab aber nichts, dann mache ich mir dann so zum Trost ein Marmeladenbrot oder sowas, ne? Manchmal ist das so richtig frustrierend. Dann habe ich dann so Aufschnitt und, ach ja, eben alles Mögliche an Lebensmittel, aber nichts so an Naschikram, ne? Und dann denke ich manchmal, hättest du doch mal ein bisschen was geholt, aber nein. Das ist nicht gut. Das ist manchmal schwer. So, rein da. Ihr seid so langsam. Ich habe das Gefühl, ich mache das fast alles alleine hier. Könnt ihr mal ein bisschen Gas geben? Liegen da eigentlich noch Kisten auf der Straße? Hier einer am Straßenrand. Was ist das? Somat? Tü-tü-tü-tü. Gib mir mal die untere hier. Wupp. Ihr Flügel, das war ich ein bisschen durcheinander, ne? Ihr Flügel ist hier, ne? Zack. Fällt das auseinander, wenn ich die Kiste nehme? Ja. Kackpapier. Hier nicht schlafen vor dem Regal. Zack. Fiss, fies. Ganz fies, das Fiss. Schwupp. Nochmal Geflügel. Bisschen Hähnchen. Aber das ist ja wirklich schlimm. Ich habe jetzt, nochmal um auf die Zahnarztgeschichte zu kommen, ich habe rechts unten keine Backenzähne mehr. Die sind schon seit einer ganzen Weile weg. Also kaue ich nur auf der linken Seite. Und da sind auch überall Kronen. Und auch da, wir warten jetzt noch, bis der fertig ist da, sind jetzt die beiden Kronen rausgerupft. Das heißt also, zum Kauen habe ich jetzt nur links die Provisorien. Das ist Kunststoff. Ich muss echt aufpassen. Ich kann längst nicht alles essen. Und das dauert ein paar Wochen. Das heißt, bis Weihnachten hätte ich sie. Die Kronen erstmal. Ach ja. So. Alles gut. Sieht alles gut aus, ne? Dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Machen wir auf. Schwupp. Kann losgehen. Wir gehen wieder spazieren. Wir machen immer unsere Runde hier. Morgens, nachdem das aufgemacht hat. Der Sportwagen wieder. Gehst du einkaufen? Mach mal.
kauf mal das Zeug. Dieser Park hat keinen Eingang, ne? Geländer, kein Tor. Aber so ist das, weißt du, eingezäunt, ne? Eingezäunt. Auch wenn da ein Loch ist. Ne, hat keinen Eingang. Doch hier ist was. Aber ist zu. Das ist es. Wie war das? Jemand hat geschrieben, es gäbe eine Mod, wo man hier fliegen könnte. Dann könnte man eben auch über die Grenze fliegen. Ja, das wäre ja zu einfach. Also ich werde jetzt bestimmt keine Mod installieren hier, nur um sofort mal zu gucken, da so zu machen. Also das ist nicht so... Ich will das ja auf regulärem Wege überlisten und sagen, Edge, habt ihr nicht gut genug abgesichert, ich komme trotzdem raus. Ist so ein bisschen wie Flucht aus Nordkorea. Da frage ich mich, ob so manche von den nordkoreanischen Soldaten, die da jetzt für Russland im Ukraine-Krieg kämpfen, ob die nicht vielleicht das gemacht haben, falls da irgendwie eine Freiwilligkeit ist, oder ob die nicht vielleicht denken, vielleicht kann ich die Chance nutzen, abzuhauen. Aber vielleicht machen sie das auch so wie die DDR früher, machen das nur mit Leuten, die da Familie haben oder so. Ja, da stehen sie Schlange, ich glaube, ich muss mal ein bisschen mitarbeiten. Ne? So. Nützt ja nichts. Und geht schon los hier. Schwupp. 94,30. Bitte sehr. Zack. So habe ich's gern. Barari. Und 67,20. Wolltest du erst Bier nehmen? Denkst, nee, komm, nehmen wir stattdessen Nudeln, ne? Ja, ich glaube, das ist auch gesünder, obwohl Nudeln auch nicht das Allergesündeste sind, ne? Aber was ist schon gesund? So. Ah ja, der Rubel rollt. Zack, zack. 14,40. Kaching. Oh, ich habe geträumt. Entschuldigung, sag doch mal ein Wort. Mit so einem schönen T-Shirt 52. Ja, hier kann man schön abträumen, ne? So, zu den Gedanken nachhängen. Da die. Ja, auf meinen Kundenhelfer möchte ich auch nicht mehr verzichten, ne? Da jedes Mal hinzurennen, das war immer lästig. Und das macht er ja ganz gut da. Ja, nee, ist klar. 15,80 für ein paar Koteletts. Ach, du liebe Güte, das wäre eine Katastrophe. Dann würde ich wahrscheinlich zu Vegetariern werden. Müssen. Aber das heißt ja hier nicht Koteletts, oder? Das heißt ja Rindfleisch und Schweinefleisch, oder? Oder haben wir noch was anderes? 137. Kaching. Wie stehen wir denn? 25, wo kommen die 30? Müssen wir auf jeden Fall knacken. Sonst treten wir ja auf die Stelle. Wie spät ist das eigentlich? Wo kommen wir denn da? 13 Uhr. 70.
Ah, ist ja noch Zeit, ist ja noch früh. Also nachdem wir die Rechnungen bezahlt haben, wenn wir zugemacht haben, müssten noch über 30 drauf sein, weil sonst geht das einfach zu langsam. 16,10. Ja, fett. Hier, schön, Sushi kaufen. Bumm, 170, 50. Schabem. Da kommt die wieder mit der offenen Bluse. Mach dir doch mal die Bluse zu. Oh, dreimal großes Sushi. Zwei zurück. Was hast du jetzt? 120. Ja. Sushi. Die Sushi-Uschi. Komm, noch mal eine Sushi-Uschi hier. Der guckt wieder in die Kiste rein. Die hat ein Schauma-Trauma. 35. Hm, 57,50. Na? Das ist aber auch hier. Viel, viel Sushi. Ja, lecker. Sprite und Tee. 2,80. Bitte? Bitter sein. Ah, ganz schön Gewusel da draußen, ne? Laufen viele Leute rum. Umso besser. Vielleicht kommen umso mehr einkaufen hier. Oh, einiges. Viel Mehl. Mehl und Nudeln. So 1,80. Ich habe jetzt letztens mal ein Video gesehen, da ging das um die Herstellung von Marzipan und kriegte die Idee, selber mal zu versuchen, Marzipan selber herzustellen. Hoppla, das war ja, ich bin an die Taste gekommen. Ich wollte das eigentlich gar nicht. So. Ne, das Komma ist hier direkt neben dem Enter auf dem numerischen Tastenblock. Und der ist mitgedrückt worden. Und dann, ja, der Enter, genau. Allerdings bräuchte ich dafür so einen Mixer, so ein Mixgerät, und das habe ich nicht. Weil dann muss man nämlich erstmal so Mandeln, also diese Mandelkerne, die Mandeln nehmen und so ein bisschen köcheln, dass die braune Haut sich ablösen kann, dass man die dann abnehmen kann, dass man den abschälen kann, leicht. Dann hat man also die Mandeln quasi weiß, ohne die Haut. Und die muss man dann in so einem Mixer ganz klein häckseln, 133,50. Richtig, richtig, wie so Mehl, dass so Mandelmehl ist. Und dann kommt da Puderzucker rein und Rosenwasser oder eben Wasser und ein bisschen Mandelbitter oder wie das heißt. Muss ich mich mal erkundigen. Kommt dann da rein, dann wird weiter gemixt und immer mal noch ordentlich was an 91 zurück. Da. Was an Zucker dazu? Ist ja eigentlich nur dieses Mandelmehl, Rosenwasser und Zucker. Ja, und dann hat man Marzipan, ne? Das wäre natürlich mal echt spannend, das zu machen. Weil wenn man gekauftes Marzipan hat, dann hat man da natürlich immer jede Menge noch andere Stoffe mit drin, die das eben haltbar machen und nochmal Aromastoffe und, und. Und so wäre das ja dann ohne das ganze Zeug. Das ist bestimmt prima. Schmeckt bestimmt auch ein bisschen anders. Hoppla, 7. So. Aber würde ich gern mal ausprobieren. Bier, Salz, Käse. Ist das nicht die andere, die hintersteht, wie die Sushi-Uschi?
Ja, das war sie doch. Komm, wieder Sushi-Uschi. Jetzt hat sie Bordelaise. Naja, gut, Fisch ist Fisch, ne? Zack. 113,50. Wie stehen wir eigentlich? 29,8 ist 18,30. Ja, wir kommen auf jeden Fall über 30. Das muss auch. 44. Das muss aber auch. Jetzt haben wir die 30.000. Ein bisschen Sushi. 93. Nur einmal Mehl für 6,30. Ach du liebe Güte, das lohnt ja gar nicht. Die läuft so komisch immer. Das fällt mir, bei der fällt mir immer auf, dass sie so breitbeinig läuft. Als wenn sie eine viel zu große Binde drin hätte, die so scheuert. Und die Beine so breit. Kartoffeln, Kartoffeln, Fisch, Eis, Eis. 74,50. Schwupp, 99. Dass die wieder mit dem Ausschnitt. Mach doch mal den Knopf zu. Ist ja schlimm. Noch nicht im Pornoladen hier. 15,70. Pfö. Warst du das nicht vorhin auch schon mit nur einem Teil? Kriegst du ein Hausverbot hier. Mindestabnehmbare Menge, 5 Teile. Weißt du, genau wie der hier. 5 und nicht ein Stück mehr. 64,20 und dann auch noch so was. So. Aber das wäre ja mal was, ne? Das mal zu versuchen, selber Marzipan machen. 62,40. Ich bin in sowas total ungeschickt und unerfahren. Aber ausprobieren würde ich das gerne mal. Aber ich habe keinen Mixer. Und ich habe mal geguckt, so ein Mixer, da bist du auch mindestens, ja, so 40, 50 € für den einigermaßen vernünftigen musst du schon hinlegen. Und das wäre ein bisschen übertrieben, das nur dafür. Und ich habe da sonst eigentlich kaum mal eine Verwendung für. Ja, wink mal, da kommt schon wer und hilft. Toastbrot, Saft und Salz. Okay. Passt so. Oh, wir haben schon 9 Uhr. 32.000 kriegen wir voll, oder? Ja. Die kriegen wir voll. Mal eben was lesen hier. Da, di. So, 41,10. Die Tröpfchen. Edle Tropfen und Steaks. Ja. Nobel geht die Welt zugrunde. Aber Steaks, weiß gar nicht, ob Steaks was essen könnt ihr ja ganz, ganz, nur Filet. Das ist schön weich. Zack. Ich glaube, das war's, oder? Machen wir mal zu, die Kiste hier. Ah, da ist noch wer und noch wer. Ja, warten wir noch, bis die fertig sind. Wie sieht's aus hier im Lager? Ja, die üblichen Löcher, aber nichts Dramatisches. Oh ja, Kartoffeln sind wieder weg, ne? Ja. Na gut. So, warten wir noch, bis die fertig sind. Bis das fertig ist. Müssen sowieso warten, bis wir bestellen, bis die Jürgens alles wieder aufgeladen haben. Dann hat man einen besseren Überblick. Boah, bist du langsam. Soll ich mal helfen? Geht nicht. War das der letzte?
So, alle Kunden raus oder tapert hier noch einer rum? Nee, ne? Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Tagesabschluss. So, mal gucken, ob wir jetzt haben. 9,8, ein bisschen mehr als beim letzten Mal. 3,8 plus, ja. Sind wir bei 32.000. Jetzt müssen wir gucken. Rechnungen bezahlen und Preise einstellen. 265, 125, 32.000 haben wir jetzt. So. Und Preisgestaltung. Hier wird was teurer. 5. Schraub, Schraub, Schraub. Da kann man mal sehen, wie viele Artikel wir schon haben, ne? Hier. 2,90. Und das wird billiger. 9,40. Das sind aber immer ordentliche Sprünge, die hier machen, ne? Mit den Preisen. So. Macht ihr mal. Ist schon wieder das Licht ausgegangen. Es ist zum Verrücktwerden. Immer geht das Licht aus. Klick. Ist wie im Treppenhaus. Eine Zeitschaltuhr drin. Nach einer Weile flump aus. Hebt ihr keinen Bruch an der kleinen Kiste da? Mann, Gott, noch eins. Kannst du nicht zwei nehmen dann? Nee, nee, nee. Leute, schickt das Arbeitsamt. Hier sind sie noch nicht ganz fertig. Ich könnte ja mal einfach mal aufhören zu maulen und mal einfach mithelfen, ne? Nehmen wir uns hier mit diesen Honig. Bei da haben wir nämlich noch Platz. Gib mir mal eine Kiste Honey. So. Blöd natürlich, wenn da jetzt schon einer die gleiche Idee hatte. Oh, da geht aber einiges rein noch. Siehst du, machen wir nochmal Honey. Dann sind wir zu sechst. So. Da ist noch nicht fertig. Aber fast. Ja, komm, machen wir es richtig, ne? Wenn schon, denn schon. Wie ist das eigentlich hier? Haben wir das schon aufgefüllt? Das ist aufgefüllt. Haben wir da überhaupt was von verkauft? Ich kann mich nicht erinnern. Wieso gehe ich eigentlich hier hin? Ich muss doch hier rum. So, zwei Stück, ne? Eine! Na ja, gut, jetzt ist voll. Ja. Und wieder da rein. So, dann gucken wir doch mal. Kriegen wir das unter? Ja, guck mal. Zwar immer noch nicht alles, aber schon mal was. So, ne? Was können wir denn dann noch machen? Wir nehmen uns wieder den Earl Grey. Nee, das ist doch der Grüne. Oder? Jetzt bin ich unsicher. Gib mir mal. Nee, das ist der nicht. Das war. Boah, das ist der Earl Grey, ne? Das sind beide hier. Guck mal, ist eigentlich egal. Aber der ist schon voll, aber der Earl Grey noch nicht. Also, der Earl ist hier. Wenn der den jetzt nicht genommen hat. Kann nicht. War ja noch ganz voll. Der Earl. Nicht Öl, sondern Earl. Oh, ich kann nicht gesehen. Da unten ist noch Löcher. Ja. Schwupp. Bis ihr mal in Gang kommt. So. Man könnte ja mal sagen, wir spielen das Spiel mal durch, bis wir Level 100 und alle Erweiterungen alles haben. Und zwar ohne jegliche Packer. Alles immer selber packen. Alter, die ganzen Bestellungen einräumen, dann die Regale immer auffüllen. Boah. So, wo können wir denn nochmal mithelfen? Da haben wir noch dieses Olivenöl. Da war noch ein Loch, das holen wir uns mal hier. Guck mal, das ist nämlich hier. Schwupp.
Und noch ein. Es ist ein bisschen irritierend, wenn man immer durch die Leute durchläuft, ne? Hä? Ne, ist genau voll geworden, oder? Ne, eine wieder. Eine, die eine Pulle lassen wir jetzt kommen. Dafür mache ich jetzt keine Kiste auf, das ist doch Quatsch. So, hier ist alles voll. Habt ihr hier schon aufgefüllt? Hier ist immer noch nicht. Oder ist gar keins mehr da, doch? Hühnchen? Die waren doch hier, ne? Keine da. Alter. Na ja, gut. Wie ist das mit den Kartoffeln? Die sind voll. Ja, und da ist noch eine Kiste. Eine, jo, ist doch okay. Aber Salz haben wir genug, ne? Da hätte eigentlich ein oder zwei Päckchen gereicht. Wir haben 18. Aber ist egal. Jetzt ist das voll und dann müsste das jetzt auch irgendwann weitergehen, dass wir ein bisschen mehr verdienen, weil wir nicht mehr so viel auffüllen. Wir haben doch bei dem Bier so ein paar, wo wir noch beim Auffüllen sind. Hier oben war das irgendwo, ne? Hier bei dem Bier. 15 von 18, das machen wir dann jetzt aber voll und dann ist das gut, ne? Offenbar komme ich mit dem Wodka auch ganz gut aus. Mit der einen Kategorie da, mit dem einen Fach. So, wird da jetzt langsam fertig? Müsste mal so langsam was werden, ne? Wo ist denn noch was? Bei den Süßigkeiten, da ist das normale Öl noch. Hier, Süßkram. Da fehlen auch noch hier. Aber viel kann das ja nicht mehr sein. Da, die, das ist hier alles gut. Ah, Wodka haben sie auch noch nicht aufgefüllt. Ja, geht ja auch nicht. Ne? Ist ja keiner mehr da. Ja, gut. Das soll schon funktionieren. Ah, guck, die ersten beiden stehen. Dann haben wir es gleich. Jetzt geht der wieder rein. Jetzt stellt er sich wieder hin. Das ist immer ein Spiel hier. Guck mal, einer fehlt noch. Der hat noch was gefunden. Was macht er denn? Lass doch mal gucken. Mal spinzen gehen hier. Oh, Platten. Siehste, die bringt er zurück und dann kommt er auch raus, ne? Und dann können wir anfangen mit dem Bestellen. Bestellski. Juhu. Na, dann wollen wir mal die Kiste wieder rausholen. Mal gucken, ob wir jetzt am Ende mehr haben. Oh, das sieht schon mal gut aus. Hier ein, zwei sogar. Und hier einen, zwei, einen, nichts, zwei. Und hier drei. Einmal Cola, einmal Geroldsteiner, Cola Light, einmal hohes C, einmal hohes C, Sprite. So, hier haben wir jetzt 2, 4, 5, ne? So, dann haben wir hier einen. Das sind wieder alle drei. Okay, fangen wir da an. Hier haben wir jetzt 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann sind wir da auch voll. Einen, 2. Also fast durch. Einmal. 2. So, können wir bestellen. 1, 2. 1, 2, 3. Da ist einiges an Brot weggegangen. Ein Earl Grey, zwei Kelloggs,
3 Kaffee, 2 mal Mondamin, 4, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1. So, dann geht's hier weiter. Sushi 3. 1 und 1. Und 1. Und 1. Und 1. So. Einer. 2. 8, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stimmt doch, ne? Ja. Hier nix, da haben wir ja noch. Einen, 2, einen. So, jetzt haben wir hier noch 2, einen, einen, einen. Klopapier ist jetzt neuerdings auch manchmal was über, ne? Jo, ich glaube, das war's. Dann können die loslegen. Du, der geht noch nicht rein, oder? Ich guck mal hier bei dem Bar. Ne, da war nicht, war alles voll, ne? 6 und 6, ja. Da war alles Vollski. So, 26.000. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich würde sagen, einen Verkaufstag mache ich wenigstens noch, bevor wir wieder aufrüsten. Vielleicht auch zwei. Dann kann man nämlich nicht nur, dass man hier dann die Wand aufrüstet, sondern vielleicht ein paar Regale kaufen und noch eine Lizenz oder so. Und dann entsprechend ja auch die Waren dafür, ne? Ich könnte ja eigentlich mithelfen, ne? Obwohl, können ja alleine. Ovo Maltine. Zack. Was haben wir hier? Kati Weizenmehl. Das Weiße. Das ist auch eine blöde Angewohnheit, dass man jetzt das Weizenmehl immer so dieses weiße Mehl macht. Die Leute wollen das ja, ne? Dabei ist Vollkornmehl viel gesünder. Das ist echt, also, ganz schlimm. Und bei uns im Rewe, da, wo diese Selbstbedienung ist für Brötchen, da suche ich immer, da habe ich immer Vollkornbrötchen gekauft. Die haben da bestimmt 30 verschiedene Sorten von Brötchen. Alles nur weißes Weizenmehl, kein Vollkorn, nicht eins. Die hatten eine Sorte mit Vollkornbrötchen, die waren ziemlich teuer, sind immer weniger geworden, das Fach. Oftmals habe ich gar keine gekriegt. Und jetzt haben sie die abgeschafft. Jetzt gibt es überhaupt keine mehr. Keine Vollkornbrötchen im Rewe. Aber 30 verschiedene Sorten von Brötchen, ne? Das ist wirklich doof. Weil vom Arzt her soll ich ja eigentlich nur Vollkorn essen. Oh, das wackelt aber bedenklich hier. Komm, schieben wir mal um hier. Komm ich hier hoch? Tatsächlich, guck mal. Irgendwann bauen wir uns hier auch mal hoch. Wenn ich den jetzt nehme, was dann? Ja, geht. So. Das ist das andere Zeug hier, ne? Boah. Ich muss das Regal berühren, dann geht's. Jo. Da. Ist da oben? Boah. Dove. Ja, ob das aus Tauben gemacht wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ja. Olivenöl wird aus Oliven gemacht und Sonnenblumenöl wird aus Sonnenblumen gemacht. Und was ist mit Babyöl? Ja, Ach ja. Oder der alte Witz, ne? Was hast du, wenn du eine Orange auspresst? Orangensaft. Und wenn du eine Zitrone auspresst? Zitronensaft. Und wenn du eine Nonne auspresst? Nonnensaft? Nee, Klosterfrau Melissengeist.
Grüner Jasmin. Da. Schwupp. Heinz. Der Heinz. Ich lasse die das mal einräumen hier. Ich warte einfach noch ein bisschen. Wir müssen das ja nicht abwarten. Wir können dann beim nächsten Mal eigentlich loslegen mit dem Verkaufstag. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann machen wir weiter. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.